Wenn zu mir einer sagt, beschreib das selbst, dann fallen mir ein paar Sachen ein, die mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet haben. Das ist die Lust auf etwas Neues und gleichzeitig Spontanität, einfach Dinge, die ich machen will, sofort umzusetzen. Maler schon oft in Venedig gewesen, habe mir Venedig angeschaut, aber immer am Landweg, bin durch die Gassen gegangen, immer auf der Suche nach einem tollen Motiv. Habe das dann einfach in Skizzen und in Aquarellen umgesetzt, direkt vor Ort. Und schlussendlich bin ich dann meistens auf einer Brücke gestanden und habe dann aufs Wasser runtergeschaut und habe mir gedacht, mir mag das Venedig vom Wasser aus eigentlich ausschauen. Von einer ganz anderen Perspektive, als was ich gewohnt bin oder jeder Tourist zu sehen bekommt. In dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe ein Wildwasserkajak daheim, bin ein begeisterter Wildwasserpaddler. Ich packe mein Boot aus Sauter, fahre nach Venedig und mache das einfach. Genauso ist dann einfach passiert. Ich habe das Boot ins Wasser gegeben in Venedig, bin durchgestartet, habe mir 3 Tage Venedig angeschaut, bei Tag und bei Nacht. Das war einfach ein Wahnsinn, es war einfach unglaublich. Es war einzigartig. Ich bin durch die Gassel gepaddelt, wo noch kein Mensch war, was kein Tourist wahrnimmt, was keiner sieht so, und habe all diese tollen Eindrücke vor mir gehabt, die vielleicht der Casanova vor ein paar hundert Jahren mal gehabt hat. Oder einfach die Venezianer selbst, wenn sie mit ihren Booten durch Venedig fahren. All das war wirklich fantastisch und ich habe das in vielen Skizzen direkt vom Boot aus festgehalten, habe viele Fotos gemacht und habe das dann malerisch versucht im Atelier wiederzugeben. Diese Emotionen, diese Gefühle, die ich dort gehabt habe, wie ich durch Venedig gepaddelt bin. Was kein Motiv für mich sein könnte. Ich möchte nichts ausschließen und brauche einfach die Abwechslung. Mich interessiert einfach alles. Alles, wo ein Gefühl mir kommt, alles, wo ich auf einmal stehen bleibe und sage, pfau, genau das ist es. Ganz egal, ob das nur ein paar Leute sind, eine ganze Menschenmasse, ein Haufen voller Sesseln oder so wie in Venedig, einfach Brücken und Spiegelungen, ein paar Boote, eine Gondel, was auch immer. Es ist nur die Situation und das Gefühl in der Situation. Und dann sage ich, genau das ist es. Das möchte ich jetzt einfach malen. Venedig für mich als Maler so speziell macht, sind viele Dinge. Das ist einerseits das Flair und die Geschichte, die einem bei jedem Schritt und bei jedem Paddelschlag bewusst wird. Und auf der anderen Seite diese Prunkbauten, die völlig kaputt sind, die total zerfressen sind, total morbid sind, aber in Summe eigentlich eine wahnsinnig geniale Optik und ein wahnsinnig tolles Gefühl vermitteln.
Ich werde immer wieder gefragt, wie malst du? Und ich habe dann immer wieder versucht, Worte zu finden, Erklärungen abzugeben, Vergleiche anzustellen, damit sich mein Gegenüber ein Bild von dem machen kann, was ich mache und wer ich bin. Damit mir mein Gegenüber in der Schublade im Grunde einordnen kann. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will nicht malen wie irgendwer mit 1000 Leuten in einem Ladl sein. Ich werde mein eigenes Ladl kreieren. Und habe mir überlegt, was meine Malerei wirklich ausmacht. Diese emotionale, spontane, dynamische, total färbige und doch realistische Art und Weise, Motive umzusetzen. Und nach langem Nachdenken ist mir dann der Ausdruck Spontanrealismus eingefallen. Und das ist jetzt mein Ladl in dem, was ich mir wirklich wohlfühle. Ein gutes Bild muss man ein Gefühl vermitteln, das muss man eine Stimmung umbringen. Das muss man ein Leben geben und muss man was sagen können. Und außerdem muss einfach ein Zentrum haben. Etwas, wo ich nach einer gewissen Zeit, wenn ich mir das Bild anschaue, mit meinen Augen hängen bleibe und mir sage, ja, genau das ist, um das geht's. Und alles andere ist eigentlich nur Ausschmückung. In den vielen Jahren, in denen ich mich mit meiner Malerei beschäftige, sind eine Vielzahl von Skizzen, Zeichnungen, groß- und kleinformatige Bilder entstanden. Und trotzdem ist nach wie vor jedes Bild, was ich beginne, etwas ganz was Spezielles. Ich will immer das beste Bild malen, was nur möglich ist, wenn ich ein neues anfange. Und egal, ob das draußen ist, in der freien Natur, oder im Atelier. Es ist immer eine gewisse Spannung da, eine gewisse Nervosität, die aber ganz wichtig ist, damit es ein ganz gutes Bild werden kann. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl nie verlieren werde, wann immer ich ein neues Bild zu malen beginne. Am Fischmarkt in Venedig fühle ich mit meiner Kunst einfach wahnsinnig cool. Genau dort ist alles das, was ich einfach gern in meinen Bildern festhalten möchte. Das Leben, die Bewegung, die Dynamik, da kann ich wirklich alles mit allen Sinnen aufnehmen und versuchen, diese geballte Energie aufs Papier zu bringen und einfach umzusetzen. Und da bin ich im Grunde eigentlich ein Gejagter von mir selbst, weil dort so viele Eindrücke sind und der Bleistift einfach gar nicht so schnell ist,
als wäre das, was dort rund um mich passiert. Austrian Condor. Condor? Austria. How much is the cost of one line? 200 euro. Yeah. Very cheap. Sobald man aus dem engen, hohen, ein bisschen schmutterligen, ein bisschen finsteren Gassen von Venedig auf den Markusplatz kommt, ist man eigentlich nur überwältigt von dieser Größe, von dieser Dimension, von diesen prunkvollen, total verspielten und einzigartigen Gebäuden. Und auch dieser Lärm, dieser ganz spezielle Markusplatz, macht es einfach einzigartig. Man hört Schritte, viele, viele tausende Schritte. Man hört die Tauben, man hört Glocken, man hört unterschiedlichste Sprachen aus aller Welt. Und ich glaube, es ist einfach ein Muss für jeden Künstler, der in Venedig ist, sich hinzusetzen, die Eindrücke aufzusaugen und zu versuchen, all das wiederzugeben. Es ist für mich nach wie vor eine große Kunst, mit wenigen Strichen spontan Gefühle, Emotionen, Situationen wiederzugeben, die was einem dann berühren und die was man wirklich spürt, wenn man sich die fertige Zeichnung anschaut. Thank you.
Mein Arbeitsplatz scheint für einen Außenstehenden ein ziemlicher Durcheinander zu sein. Für mich hat der einfach genau seine Ordnung, die er haben muss, die ich brauche, für dieses spezielle Bild, das, was ich mir vornehme, zu malen. Für das, was ich auch im Vorhinein ein Konzept habe, wie ich es ungefähr anlegen möchte. Und so ordne ich mir dann die Form an, nehme die dementsprechenden Pinseln her, die ich verwende, und lege dann einfach los. Und es ist mir eigentlich sehr wichtig, dass alles gut hergerichtet ist, weil nur dann kann ich auch spontan arbeiten und muss nicht immer noch irgendwas suchen, was ich dann in dem Moment, wo ich es brauche, nicht habe. Während der gesamten Zeitspanne, wo ich an einem Bild arbeite, bin ich absolut wieder in der Situation, wo ich das Bild das erste Mal gesehen habe, wo ich die Zeichnung davor gemacht habe oder Fotos davon geschossen habe. Ich male eigentlich nicht flach, sondern ich schaue entlang der Fassaden hoch. Ich schaue hinter die Brücke, schaue hinter meine Pinselstriche und bewege mich da drinnen einfach, so wie ich mich in der Natur bewegt habe. Und das Schöne an dem Malen ist außerdem auch das, dass während des Malens kein Platz für andere Gedanken ist. Es passiert automatisch, dass ich eigentlich nur an das denken kann, was ich gerade tue. Da wo ich lebe, da wo ich wohne, wo meine Frau ist, wo meine zwei Kinder sind, wo meine Galerie habe und mein Atelier und einen wunderschönen Platz zum Malen, ist in Wirklichkeit wie ein Paradies und da habe ich eigentlich genau alles, was ich wirklich brauche. Und wenn dann oft Leute kommen und sagen, musst du als Maler nicht in die Stadt irgendwo, wo sie sich wirklich abspült, wo sie was tut, damit du wieder neue Ideen kriegst und Anregungen hast, sage ich immer drauf, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich fühle mich da wirklich verdammt wohl, das ist wirklich wahnsinnig toll da und ich möchte mit niemandem tauschen und ich kann unbeschwert mit meinen Kindern da einfach barfuß über die Wiesen rennen und hab den ganzen Tag Sonnenschein und blauen Himmel und eine wunderbare Energie, bin völlig weg von jeder Art von Stress und irgendwas, was mich nervös macht. Und genau das brauche ich eigentlich fürs Leben und für meine Malerei. Und wenn ich dann ins Atelier zurückkomme und an meine Bilder malen, neue Ideen mir überlegt, was ich machen könnte, neue Reisen organisiere, dann muss ich sagen, ist das einfach perfekt da an dem Platz. Das ist genau der Platz, den ich dafür brauche und das ist genau der Platz, wo ich einfach ich selbst sein kann.
to me.